Wir haben jetzt gerade mal, wenn wir auf die Uhr schauen. Meine Freundin ist aber schon längst weg. 16:30 Uhr. Du hast noch ein bisschen Zeit, Geschenke zu holen. 8 Monate. Das heißt, das erste Weihnachten zusammen. Was hast du dann gewünscht? Original Tschechenmark. Also es läuft fast schon. Achso, es läuft schon. Yeah, what's up everybody and welcome back to Comeback TV. Ja, heute, wie ihr jetzt schon in der Beschreibung gelesen habt, wir haben uns endlich mal rausgetraut, haben uns einen Arsch hochbekommen und sind hier ins Einkaufszentrum gefahren und haben ein paar Leute gefragt, ob sie Weihnachten feiern, wenn sie eine Freundin haben, was sie ihrer Freundin schenken oder was sie dem Partner schenken oder was sie wollen zu Weihnachten. Ne? Schauen wir mal, ob hier ein paar coole Sachen rauskommen. Ich freue mich richtig, weil ja, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich glaube, wir sollten sowas öfters machen, oder, Bruder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen lasst es uns jetzt schon mal in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht Bock habt, öfter Straßenumfragen zu machen. Dann machen wir das natürlich auch. Und bevor wir jetzt lange rumreden, starten wir einfach mal. Let's go. Es ist, glaube ich, ziemlich schwer, da ein paar Leute zu finden, weil es sind irgendwie alles alte Leute da. Ich habe jetzt gar keine jungen Leute gesehen und ich will auch junge Leute da drauf haben, nicht nur alte Leute. Unser Kanal besteht ja aus jüngeren Leuten. Deswegen würde ich mal sagen, wir suchen jetzt einfach mal, wie viele Kandidaten wollen wir raussuchen? 5 Stück? Ja, sowas würde ich mal sagen. So, wir haben die ersten Kandidaten gefunden. Stell dich mal vor, wo kommt der her? Ungarn. Aus der Türkei. Und du? Auch aus der Türkei. Erstmal Saint Türkmüslim an meine Freunde, an alle türkischen Zuschauer. Jetzt ist die Frage, feiert ihr überhaupt Weihnachten? Es gibt manche Türken, die feiern, manche auch nicht. Also, es ist kompliziert. Also, ich feiere nicht. Du feierst nicht Weihnachten, okay. Ja. Aber wenn es um Geschenke geht, würdest du dir trotzdem mal schenken lassen, oder? Ja. Also, bekommst du auch Geschenke an Weihnachten? Ja, von meinen Eltern, sag ich mal. Okay, was schenken dir so, oder was Handy, wünschst du dir? Also, wünschen tue ich mir gar nichts. Also, ich will Gesundheit mehr nicht, okay. Familie. Aber ansonsten... Das ist schon mal richtig positiv, Gesundheit und Familie, super. Ja. An die Leute, die mir jetzt gefragt haben, ja, ich hätte gerne PlayStation 4, hier iPhone X und sonst was, aber ist auf jeden Fall schon mal korrekt. Hast du eine Freundin? Nein. Nein, okay. Dann sage ich schon mal eins dazu, ja, Weihnachten ist dann ziemlich günstig, ja, weil die erwarten natürlich immer hohe Geschenke. Und bei dir feierst du Weihnachten? Nicht. Aber du, willst du Geschenke haben? Nee. Auch nicht? Heftig, okay. Er will keine Geschenke. Ich will nur, dass es auch meine Familie gut geht. Das ist wirklich ehrenhafte Leute, wirklich Ehrenmänner. So wie dazu, und du hast auch keine Freundin, oder? Ich hab eine. Du hast eine Freundin, okay. Schenkst du deiner Freundin was? Ja. Ja, oder bist du deswegen einen Tag vor Weihnachten oder der letzte Tag nochmal hier und schaust nach Geschenken? Ja. Echt? Nein. Shit, also ja oder nein? Nein. Ich sehe, du hast noch nichts gefunden wahrscheinlich, oder? Nee. Damn. Wir haben jetzt gerade mal, wenn wir auf die Uhr schauen. Meine Freundin ist aber schon längst weg. 16:30 Uhr. Du hast noch ein bisschen Zeit, Geschenke zu holen, ne? Ja. 16:30 Uhr. Ja, ich habe zum Glück auch keine Freundin zur Zeit, deswegen wird bei mir Weihnachten ziemlich günstig werden. Ja. Aber du hast noch ein bisschen Zeit, dir was rauszusuchen, ja? Ansonsten schenkst du einfach einen geilen Gutschein, Schwimmbad oder so, Wellness-Tag. Lohnt sich aus. Schöne Grüße genau an deine Freundin. Ich hoffe, das Geschenk hat dir dann gefallen. Okay, danke Jungs. Wir schauen mal weiter, wen wir noch finden. Ja. Wir sind noch auf der Suche nach 3 Leuten. Ne? Mal schauen, ob wir welche gefunden haben. Ne? Wir finden irgendwie keinen. Also wir finden auch kein Pärchen oder die in unser Klischee reinpassen würde. Mal schauen, ob wir jetzt noch drei Leute finden haben. So, wir haben die nächsten gefunden. Und das Geile ist, es ist ein Pärchen. Das erste Pärchen hier. Deswegen würde ich sagen, wir fragen euch jetzt erstmal beide, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Oder feiert ihr überhaupt Weihnachten? Ja. Feiert ihr das auch zusammen? Dieses Jahr schon. Wie lange seid ihr schon zusammen? 8 Monate. 8 Monate, das heißt, das erste Weihnachten zusammen. Schon mal meinen Glückwunsch. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Hast du einen besonderen Wunsch? Nicht? Sag schnell, weil dann kann er noch einkaufen gehen heute. Er hat nämlich heute noch Zeit, noch 2 Stunden. Vielleicht ist das Geschenk auch noch zu ändern. Wünschst du dir was Besonderes? Vielleicht. Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht so. Okay, dann würde ich mal sagen, dann frage ich ihn erstmal, kannst du kurz auf die Seite gehen, dass du es nicht hörst, weil was er vorhat, dir zu schenken? Okay. Dann reden wir jetzt mal Klartext unter Männern. Was schenkst du deiner Freundin? Also, zum Pullover. Okay. Dann... Was ist ein Pullover? Von Sascha. Okay, geil. Zum Kuscheltier. Und richtig süß. Supreme? Nee, nicht ganz. Und so Kleinigkeiten, Schokolade und so. Okay, nee, coole Sache auf jeden Fall.
Und hast du es heute gekauft oder schon über einen längeren Zeitraum? Gestern. Gestern? Also auch kurz vor knapp typisch hier. Männer, typisch kurz Männer, vor knapp. Kurz vor knapp. Aber nee, wenigstens, du hast schon mal was. Bei mir ist es auch schon mal so gegangen, so zwei Tage vorher einfach mal kurz zur Tankstelle Amazon-Gutschein kaufen. Aber ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt mal deine Freundin, machen kurz mal den Rollentausch. Und dann schauen wir mal, was deine Freundin dir zu Weihnachten schenkt. Ich hoffe, das ist auch so ein geiles Geschenk, wie du ihr gekauft hast. Ich kann dir schon mal eins dazu sagen, dein Freund wird dir ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk verschenken. Wirst du aber erst morgen sehen. Was schenkst du deinem Freund? Also, ich habe so Handyhüllen und sowas. Okay. Und dann mache ich noch so eine Kiste, also bin fast fertig, wo man so voll viele so kleine Sachen reintut. Also so Süßigkeiten und dann halt so selber gemachte Sachen. Also richtig süß hat auf jeden kreativ, Fall, so, ne? Kreativ, ne? Ist nicht so, wie das geht, irgendwas anderes. Hast du dich schon länger vorbereitet oder wie lange hast du dir Gedanken gemacht? Hast du jetzt kurz vor knapp gekauft oder schon über einen längeren Zeitraum? Nee, schon länger, also naja, vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen? Also man sieht so einen Unterschied. Die Frauen geben sich echt mehr Mühe. Schon ein bisschen überdachter. Okay, dann danke dir. Ich hoffe, dein Geschenk wird dir gefallen von deinem Freund und ich hoffe, dein Freund freut sich auch auf dein Geschenk. Dann schon mal fröhliche Weihnachten. Danke dir vielmals. Hey Alex, frag doch mal Santa. Santa lohnt sich nicht, Mann. Was er dir zu Weihnachten schenken wird. Soll ich mich mal draufsetzen auf seinen Schoß? Komm, bitte. Wenn du ein Foto machst. Komm, ich mach ein Foto. Das wäre nicht ganz geil, ne? Wenn du ein Foto machst, ne? Ich weiß mal, ich schäme mich gerade so ein bisschen, aber es wäre schon komm, geil. Komm, ein Foto mit Santa. So, wie ihr wisst, es ist ja bald Weihnachten. Kurze Frage von mir. Feiert ihr auch Weihnachten erstmal? Ja. Ja, was für Landsleute seid ihr? Wie? Von welchem Land kommt ihr her? Rumänien? Syrien. Oh, korrekt. Salam alaikum, Bruder. Alaikum salam. Und ihr feiert auch Weihnachten? Ja. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Habt ihr so besondere Wünsche, wo ihr euch jetzt wünscht? Eigentlich nicht. Nicht? Nee. Verschenkt ihr auch Sachen? Ja, klar. Ja, schon. Ja? Habt ihr eine Freundin? Ja, ich. Okay. Ist deine Freundin zufällig? Nein. Okay, dann gut zu wissen. Hast du schon ein Geschenk für deine Freundin oder schenkst du ihr was? Ja. Okay, was schenkst du ihr? Halskette. Halskette? Genau. Korrekte Sache. Wie viel hat die ungefähr gekostet, die Halskette? 45. 45? Ja, ihr seid noch Schüler, oder? Ja. Geile Sache. Also schon mal ein richtig cooles Geschenk. Und du hast es schon länger gekauft oder jetzt so kurz vor knapp einen Tag vorher? Ich kaufe es noch. Du kaufst heute? Ja. Schau, ihr seht, die meisten Leute kaufen es echt. Heute ist der letzte Tag, wo die Läden offen sind und du kaufst es heute noch. Genau. Korrekte Sache. Ey. Dann hoffe ich mal, dass es richtig geil ausschaut. Also eine ganz normale Halskette. Ja. Und bei dir? Echt? Nee. Hast du eine Freundin? Nein. Korrekt. Ich habe nämlich auch keine Freundin, ich muss kein Geld ausgeben. Ja. Aber wenn du eine Freundin hättest, würdest du ihr ein geiles Geschenk kaufen oder so? Ja, natürlich geiles Geschenk. Geiles Geschenk, also schon ein bisschen Geld ausgeben oder so? Kurz vor knapp so, vielleicht ja, geile... Geld weg und wiederkommen. Ich weiß, ja, okay. Ist ja die Sache, wenn du was Geiles schenkst, bekommst du vielleicht was Geiles zurück, ja, ne? Okay, dann hoffe ich mal, dass ihr trotzdem geile Geschenke bekommt und ich hoffe, dass deine Freundin dir was Geiles schenkt. Was wünschst du dir von deiner Freundin? Nichts. Hast du keinen Wunsch? Nein. Wie lange seid ihr schon zusammen? Zwei Monate. Ja. Wenn du das jetzt anschaust, schenk ihm bitte was Geiles. Der Junge ist korrekt, er schenkt dir extra eine Halskette. Und der Bratan ist heute tot. Ist das Mikro an? Mikro ist an, Mann, ja. Okay. Der will heute keine Umfrage machen. Der Bratan ist heute total schade. Der ist heute wieder nur der Kameramann, glaube ich. Er ist nur Kameramann, aber darauf habe ich gedacht, ich nehme ihn mal mit rein, da kannst du dann das Outro machen. Halt, wenn du okay, mach ich das Outro. Soll ich schon mal, ob wir noch Leute finden? Ja, ich trinke mal meinen Kaffee, vielleicht werde ich ja dann machen, vielleicht mache ich ja doch irgendwas. Überleg's dir mal. Ich bräuchte einen Moment, aber... Das ist eine geile Zimtrolle. Ja, ich hab dir gesagt, ob du einen Kaffee willst. Du wolltest jetzt nicht. Bratan, ich will erstmal arbeiten und danach. Okay. So, wir haben den nächsten Kandidat, der hat extra nochmal hier gerade schon ausgepackt. Willst du mal zeigen, was du hier hast? Ja. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Darfst du überhaupt das schon rauchen? Ich auch gar nicht. Du brauchst gar nicht. Okay, aber trotzdem cooles, auf jeden Fall cooles Emblem, ja, auch der Pulli. Genau, unsere Frage. Feierst du Weihnachten wahrscheinlich schon, oder? Ja. Was für Geschenke wünschst du dir? Alles Sachen. Also von deinen Eltern oder so, oder? Sagst du zu denen, okay, ich würde jetzt gerne eine Playstation haben oder ein neues iPhone? Ja, ich schicke was auf Amazon gibt und dann kaufen wir das. Echt? Du suchst es also aus und sagst du hier so, hier, ich habe jetzt Bock auf einen neuen Flachbildschirm, neues MacBook und dann sagen deine Eltern, ey, ich habe so einen guten Sohn, wir kaufen das jetzt einfach. Genau. Echt? Ja. Und die kaufen jetzt echt alles? Nein, das heißt, gibt schon ungefähr ein Limit. Gibt schon ein Limit so. Was ist das Limit? 100 ungefähr. 200 Euro? Geil, ich würde mal schöne Grüße gehen an meine Eltern aus. Ihr könnt mir auch gerne mal eine neue Jacke für 200 Euro kaufen, wollen sie aber nicht, ne? Ich hab mir so eine neue Jacke gewünscht für 200 Euro, ist die aber zu teuer. Und was hast du dann gewünscht? Original Tschechenmarkt. Tschechenmarkt? Tschechenmarkt. Ich hätte es gedacht, das ist original, ne? Aber was hast du dir dann gewünscht von deinen Eltern? Alle Sachen. Flachbildschirm? Und den bekommst du dann wahrscheinlich über mal. Mal schauen. Geile, ich brauche auch einen neuen Fernseher. Ja, und die nächste Frage, hast du eine Freundin? Nein. Nicht? Okay, dann fällt es schon mal weg, das Geschenk. Wenn du aber eine Freundin hättest, was würdest du dir schenken? Amorelie Adventskalender. Adventskalender? Amorelie.
Amorelie, kennst du das? Ja, Mann, das ist dieses Sexspielzeug. Und mit 16 Jahre. Erde, Mann, krass, Alter, mit 16. Heftig, Mann, heftig. Aber hier ein Adventskalender mit Sexspielzeug. Eine gute Idee, ganz ehrlich. Soll ich mir vielleicht auch mal überlegen, aber ich bin ja Single. Ja, dann danke dir auf jeden Fall. Ich hoffe, du kommst dann flach mit Schirm. Ich hoffe, dass du auch nächstes Jahr eine Freundin hast, dann kannst du mir nämlich einen geilen Sexkalender schenken. Was bist Geld. Wir haben noch mal einen Jungs getroffen gerade und ihr wollt noch was sagen oder so, ne? Wir sind uns den ganzen Weg nachgelaufen jetzt. Also ich liebe Esma. Ich liebe Daniela. Ich liebe dich, Dide. Ganz, ganz kurze Frage mal. Ihr stellt euch jetzt da echt hin und grüßt irgendwelche Mädchen, dass ihr die liebt oder was? Ja, nein, ich hab eine. Also ich, du hast ja eine Freundin, aber ja. was hat's denn bei sich auch auf sich? Genau, der wollte es einfach also, sagen. Ich hab nichts zu verheimlichen. Okay. Und sie weiß es auch. Und ich bin öffentlich, also von daher. Heftig. Ey, habt ihr schon mal sowas gesehen auf YouTube Deutschland, dass jemand hier seine Liebeserklärung jetzt hier gemacht hat? Wie alt seid ihr? Ich werde 16. Wahre Liebe mit 16. Es ist wahre Liebe, deswegen ich wünsche euch echt das Beste und ich hoffe, dass nach diesem Video hier euch schön mit eurer Traumfrau vom Fernseher sitzt und euch das Ganze anschaut. Okay. Schöne Grüße gehen raus an euch, Ladies. Hier, die Jungs lieben euch. Wir schenken euch so ein geiles Weihnachtsgeschenk. Ja, nehmt sie. Wir schenken euch sowas Geiles, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, das war das heutige Video gewesen. Die erste Umfrage auf Comeback TV. Wir haben ja schon mal mit anderen Videos ein paar Umfragen gemacht, jetzt wie hier beim Burgerland zum Beispiel. Aber im Endeffekt, das ganze Video ging halt wirklich nur um Umfragen. Wenn ihr weitere Umfragen sehen wollt, dann rockt jetzt mal den scheiß Like-Button und beamt das Ganze mal auf 100 Likes hoch. Dann machen wir eine andere Umfrage und schreibt jetzt mal in die Kommentare, was für Umfragen ihr sehen wollt. Es gibt ja auch verschiedene Richtungen halt, was ihr wollt halt. Irgendwie, ja, nach Beziehungen fragen, so. Ich will jetzt auch nicht so krass perverse Fragen stellen, aber halt irgendwelche, wenn ihr Ideen habt, knallt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ja, wir grüßen auch bei diesem Video ein. Und zwar grüßen wir Werkpapier. Danke dir vielmals. Du lässt immer korrekte Kommentare da. Für alle anderen, wie immer, ihr wisst Bescheid. Hashtag Glocke aktiv und Hashtag Comeback TV. Dann werdet ihr beim nächsten Video gegrüßt. Aktiviert gerne mal die Glocke hier unten. Kommt so ein kleines Video. Einfach mal wirklich draufklicken, dass es hier aktiviert ist. Mehr wollen wir gar nicht. Ansonsten, Merry, Merry Christmas. Von unserer Seite noch. Sirki, bist du auch nochmal frohe Weihnachten wünschen? Ja, frohe Weihnachten auf jeden Fall. Schönes frohe Weihnachtsfest. Genau. Es kommt dann nochmal ein Video, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag online. Da seht ihr uns wieder. Genau. Zweiter Weihnachtsfeiertag würde ich sagen, einschalten. Ansonsten, wir sind draußen. Peace.